mega. Sauber. Guten Morgen. Wohin? Für uns geht es heute nach Valeresia. Belosung. Genau. Ja, das ist zur Auswahl von Kaninen. Wir haben letztes Jahr schon die Kaninüberschreitung gemacht, sind aber nicht ganz durchgekommen, weil es so heiß war. Jetzt schauen wir mal durch, weil es so kalt ist. Ja, nein, die Sonne scheint einmal. Ja, und schaut ganz gut aus heute. Es stabilisiert sich ein bisschen föhnig, weißt du schon. Und vor allem, es ist halt super trocken da unten. Wir stehen jetzt in Resiuta, beim alten Bahnhof. Von der Bahntrasse Udine. Und da bauen sie gerade um, da machen sie ein Bistro draus und da ist echt super. Super, ja, nett parken und so. Ja, und direkt ein Radlweg, also genau. Der ist komplett. Ja, genau. Da. Von da geht es los. Auch Valeresia ein Radl. Ja. So. Jetzt geht's. Hinauf zur. Hinauf, ja. So, jetzt fahren wir bei San Giorgio. Das ist jetzt der Grenzbereich Valeresia zu Slowenien schon. Und da ist halt so, dass sie die Sprachen ein bisschen vermischt haben. Daher die komischen Ausdrücke von Mantarit, Russland, Finnland. Ganz alles ganz komisch. Und ja. Weder heute noch. Dieses Wetter auf jeden Fall wäre besser. Ja. Jetzt sehe ich mal was auf ins Zug. So, da seht ihr es. Das Resiatal. Das ist das Kaiserreich, ja. Österreich-Ungarn war. Voll schön gemacht. Die sind richtig stolz auf die Vergangenheit da unten noch. Da ist das kleine Dorf jetzt auf, also echt total nett. So, was haben wir kurz? Frisches Brot. Frisches und Brot. Eine Kutsche, genau. Ja. Ja. Das werden wir oben dann genießen. Das werden wir genießen. Ja. Vielleicht besser wie gestern. Ja. Ich habe ein bisschen improvisiert. Ja. Ich habe jetzt recht viel. Ja, ich habe jetzt recht viel Gewand mitgenommen heute, weil ich wollte nicht mehr so viel. Und Wasser, ja. Das ist ja. Die Gegend generell da. Also sie doch ein bisschen mehr was. Aber wir haben es gut verpackt. Jetzt geht's nach gut und steil wieder bergauf. Typisch, aber einfach mega, oder? Wer also Italien ein bisschen als hinten Radl fahren, weiß, Betonrampen. Ja. Das sieht man da jetzt nicht klar, das weiß ja jeder. Aber ja, genau. Man glaube, ich kann sehen, dass es relativ warm ist. Ja, gut oder Dank, warm geworden ist. Und man muss ja sagen, wir sind gestern noch Mitte Mai da unten in die Sauna gegangen. Genau. Es war dann zwar aufgerissen und schwer, aber es ist so der Wind gegangen. Ja. Echt krass. Voller. Oh. Ja, das ist ja wieder ein Traum da. Genau. Die Ruhe ist schon Wahnsinn. Also. Ja. Kein Mensch. Nein. Die Leute sind einfach mega, oder? Ja. Auch bald mal morgen, dass da unten das relativ wenig los ist und so. Die Trails und die Wege sind einfach frei, weil jetzt fängt sich so ein Motor aus, also diese alles Rimmer ausgeschrieben. Ja, der Chance voll auf die Natur. Wirklich, ja. Die pflegen das jetzt und setzen die Wege geil in Schwung, ja. So schön. Alles voll sauber. Ja. Wahnsinn, aber es ist gar nichts los. Nein. Also, sie machen es echt. Es war noch bis Mittag, dann haben wir so ein egal, sie machen es. Aber es geht auch weiter. Ja. Soweit so gut sind wir raufgekommen. Mhm. Ist recht schnell gegangen, gell? Ja, wir waren jetzt auf 600 Höhenmeter. Ja, genau. Voll nett da herum. Ja. So ein Plateau ist ja. Da. Und mega. Hier ist der Faden sogar weiter. Ja, genau. Und das ist wahrscheinlich schauen wir mal. Ja, 15 bis 18, krass, ja. Gemacht. Ja. Also da war wirklich viel los dann die Zeit. Dann so auch schon die Enzyme. Echt schön. Und da ist voll ein schönes Plateau, gell? Also richtig herkrieg. Wir haben jetzt gerade die Enzyme fotografiert. Ja, voll sind echt der Wahnsinn, wie die frei wachsen. So viel, da weiß man einfach, dass alles in Ordnung ist, gell? Ja. Also da ist alles blau da oben. Man sieht es da jetzt nicht gut. Da unten, man sieht es nicht gut. Da war das zuerst, wo das Plateau war, genau. Von Ersten Weltkrieg, die ganzen Sachen und die Enzian und so. Ja, sind wir schon weiter herum. Voll schön. Aussichtspunkt, gell? Ja. Geht super auf. Ist stark bewaldet. Ja. Aber man kommt da wieder und so voll
Passt gut. Ich bin schon am letzten Drittel sind wir. Von der Strecke jetzt nicht, vom Uphill, nicht von der Kraft einmal. Und schaut echt cool aus, vor allem mit den Wolken und so, echt eine coole Stimmung. Und ja, das ist die klassische Auffahrt, die zieht sich auf. Aber bis jetzt haben wir einen Pickup auf dem Weg getroffen und das war's eigentlich. Sind wir da, voll das schöne Plateau. Da oben, das wird unser Gipfel sein, genau. Stellung vom ersten Werktag noch. Mega. Das ist echt ein Traum. Wahnsinn. Das sind so feine Saumpfade aus dem ersten Werktag, was man da fährt. Und jetzt kann man da ganz gechillt entlang treten. Ganz cool. Ja, und so hoffe ich, geht es einmal entlang. Jetzt sind wir eh schon ziemlich weit herum. Nicht schneizen, das tun wir nicht. Kommt nicht gut rum. So, da fliegt jetzt da voll schön auf. Das ist echt super Wege und Traumaussicht. Wicke auf dem Stau, aber es geht da noch rauf. Da ist echt ein riesen Wasserfall. Also wenn ich im Sommer auch so stark oder stark in Anführungszeichen aufspringe, kann man da richtig cool sich duschen bei der Tour. Das war echt geil, ja. Gut, für uns geht es da rauf, das Weg entlang. Wieder hat ein bisschen zugemacht, hoffen wir es heute noch. Aber werden wir sehen. So, jetzt geht es bergauf. Total super. Ja, nicht mehr weit. Aber der Weg ist super benannt. Also kann man auch als Alternative oder so anfangen, gell? Mal, ja. Und dann halt auf Kieser Forte genau. Einen Trail weiternehmen. Oder genau, oder das Jutta. Staulitzen, genau. Also das war auch eine Möglichkeit. Da geht es super auf. Und das Geilste ist einfach wieder einmal. Schon wieder Adler da sind. Das sieht man da jetzt nicht, weil sie so klar sind. Vielleicht erwischen wir es dann irgendwo. Aber das ist echt krass in der Gegend. Da ist nichts los und so ruhig. Also, wenn Adler fliegen, dann heißt es echt was. Echt krass. Da oben sieht man es. Hey, krass. Heftig. Das ist schon krass. So, jetzt sind wir endlich herum, da sind wieder vier Adler. Wird man wahrscheinlich nicht sehen. Also, das ist sowas von beeindruckend, die Tour. Also, das kann man wirklich nicht beschreiben. Echt nicht. Also, wenn es irgendwer noch von sollte, bitte, bitte, schau es echt, dass alles von Müll und so alles wieder mitnimmst und auch die Wege wirklich nicht kaputt macht. Das ist so schade. Der darf das wirklich mit der Hand ausschneiden. Und überhaupt, wenn man früher denkt, was die den Weg da, da eingebaut haben, geleistet. Aufs Jaul oder aufs Kanal, da ist da echt ein Atemraum, das ist echt der Wahnsinn. Ja. Also echt, wow. Also, ja, mehr weiß man nicht mehr, was dazu sagen, wirklich super. Super.
geil! So, wir streuen. Ja, wir streuen. Durchaus Sonne. Es war mega. Wahnsinn. Also, abnormal. Wahnsinn. Ja. Dieser Pustikost. Wenn wir da jetzt raus sind, ey, das ist absolut... Eigentlich darf man den gar nicht verraten. Eigentlich darf man den nicht verraten. Nein, eigentlich nicht. Ja, wer weiß, was man da hat, aber den Dreck ja. Online dann. Der hat alles, also der müssen ist selber probieren. Ein Geheimnis, gell? Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn, ja. Die sollten sowas fahren, wenn der Gegend ist. Von unten weiß ich nicht. Aber wir haben schon einige da gefahren, sondern wir nicht gemeint, dass der so gut geht. Das ist oft so ein Ding, ja. Ja. Das war echt top. Ja, gut, jetzt sitzen wir da bei einer so wunderschönen Gumpen. Sind wir da eben nur ein bisschen Pferdseinigkeiten. Also das ist recht aufgerissen, voll schön. Und dann, dann geht es für uns dann noch auf und dann geht es das ganze Tal aus. Ja. Ja. Mega!